Ah, okay, doch, es sind ein paar Feds da. Uiuiui, so. Wir gehen erstmal in diese Richtung. Sobald wir ihn auf 15 haben, können wir nachher, wenn wir unsere Indie-Phasen haben. Mit dem nämlich auch reingehen. Dann habe ich zwei Viecher, die ich leveln kann. Zwei Klassen, keine Viecher. Ach ja. Ich bin ja kein großer Freund von den Fates, ne? Wenn ich ehrlich bin. Aber was muss, das muss. Und das kriegen wir ja die Klasse hier nicht mehr hoch. Ich glaube, die Klassenquest hat man auch verändert. Hier. Ja, hier kamen wir noch nicht weiter. Da kommt die nächste Horde. Gar nicht wissen, wie lange wir dafür brauchen. Drei Level noch. Wobei ich glaube, Stufensteigerung geht das um 16. Ja. Okay, also eigentlich bräuchten wir drei Level. Aber das eine könnten wir auch mit einer einzelnen Inni machen. Das wäre dann weniger das Problem. Und wahrscheinlich jetzt die letzte Welle. Okay, das war jetzt nicht so viel. Das, ja. Das denn schaffen wir nicht mehr. Huch, ich bin zu weit. Hier hinten. Ich könnte auch höhere Feld schon nehmen, aber immer das war das, was in der Nähe ist. Danach können wir immer noch gucken. Und das hier sind jetzt auch welche, die ich ganz gut allein machen kann. Noch einer. Oh ne, der haut wieder ab. Dein Licht.
41% sind wir gerade. Ist ja in Ordnung soweit. Hätte ich gerne. Sechsundsiebzig. Okay. Dann aber nach da hinten. Ich glaube, der 12er Fate bringt uns dann ein bisschen mehr. Ich hoffe, dass wir dann nicht niedergemetzelt werden. Niedermetzeln hätte ich jetzt ja weniger Lust. Ah, okay, da hinten ist der Fate. Versuche ich erstmal nicht direkt reinzurennen. Was war sie damit oben? Ich glaube, das hier ist der Feld, wo ich am meisten sterbe. The Resonon, Hallöchen. Schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich glaube, ich sterbe gleich. Wir sind hier gerade dabei, so ein bisschen mein Pignier irgendwie fertig zu machen. So dass ich mit dem nachher innen laufen kann. Wenn ich hier nicht gleich hinübergehe. Ja, folgt mir mal, folgt mir mal. Ja, ja. Naja, wir sind nicht gestorben. Warum ist gerade keiner in der Nähe? Ich habe nach vielen Jahren wieder angefangen und da ich keine Ahnung mehr habe, starte ich nochmal von vorne. Das ist sehr gut. Ähnlich ging es mir auch. Wobei ich auch damals nicht wirklich viel gespielt habe. Ja. Jetzt habe ich 2 60er, 2 50er Spaß und ein paar kleine. Ich glaube, ich spiele jetzt seit 4 Monaten. Fast 4 Monaten wieder, glaube ich. Sachen. War klar. Nein!
Naja, wir haben trotzdem was bekommen. Es war nicht viel, aber ein bisschen. Ich hatte 260er, also auch nicht allzu viel. Bin jetzt auf Stufe 25 mit dem höchsten. Ah, welche Klasse spielt er denn? Alpha-Tier. Alpha-Tier ist auch noch okay. Mit Alpha-Tier komme ich klar. Ich fühle mich, wenn ich auf diesem Mount reite, wie so ein Reiter der Apokalypse. Weißt du, so Feuerschweif am Himmel. Es ist so kurz vor 14. Rein theoretisch könnte ich auch das Bestiarium weitermachen. Problem dabei ist, das sind 18er Viecher. Die kriege ich nicht. Alleine. Mediker zum Start und später dann Dunkelritter. Beides habe ich noch nicht gespielt. Ich habe mit dem Baden wieder angefangen gehabt, also Waldläufer. Und ja, dann hatte ich, glaube ich, als nächstes den Dancer ausprobiert und dann den White Mage. Und jetzt habe ich hier noch einige andere Sachen am Start, die ja, ich noch leveln muss. Sag mal. Ja, so sieht das bei mir gerade zur Zeit noch aus. So. So. Nur nicht so viel. Ich habe zwar so meine 400 Stunden schon, aber. Ja, lass mich in Ruhe. Ach, komm schon! alles gut. Wie gesagt, ich bin jetzt hier erstmal nur am Fate suchen. Und gucken, dass ich zumindest auf Level 15 komme. Danach werde ich mich ein bisschen um die Hauptstory kümmern. Wir sind nämlich gerade in Stormblood. In dem Addon. Und ganz später dann auf jeden Fall Innis. Da werden wir dann so ein bisschen die Dailies machen. Das Tagebuch. Und so weiter. Ja, das, ja. Ich mache gerade die Hauptstory und muss die Instanzen machen. Ha, sehr schön, sehr schön. Welche Instanz hast du denn als, also welche Ini hast du als nächstes? Hab die nämlich nicht aus dem Kopf. Ah, in der Mine, ja. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Abgöttisch. Vor allem auch schwer ist sie super. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Ne? Ne. Komm schon. Ich bin auf Shiva. Oh, gut. Das ist mein Charakter auch. Ja, ich habe mich damals tatsächlich für Shiva entschieden, weil in der Final Fantasy Reihe der Beschwörung Shiva meine Lieblingsbeschwörung war. Oh, ich krieg Unterstützung. Sehr schön. Shiva ist nice. Hast du denn schon andere Final Fantasies gespielt oder ist 14 dein erster? Weil ich habe viele im Chat, die mit 14 angefangen haben, aber noch keinen anderen Teil kennen. Deswegen ist das meistens so die erste
Frage, die ich dann stelle. Ne? Es eher Fans sind oder wirklich nur die MMO-Lieblinge. Alle mehrmals. Sehr cool. Also alle habe ich leider noch nicht gespielt, aber die meisten. Angefangen damals mit Teil 10. Und Teil 10 habe ich, glaube ich, so oft durchgespielt. Das ist schon nicht mehr normal. Aber für 10 würde ich auch alles andere liegen lassen. Ja, komm, helf, da haben wir. ziehen wir cool, ziehen zwei nächste. Es kommt drauf an. Also ich glaube, da sind die Meinungen ja sehr, sehr gespalten. Ich fand's nicht schlecht. Mir ging so ein bisschen das Teenie-Drama so leicht auf den Keks. Ich fand es aber an sich auch nicht schlecht, auch von dem Kampfsystem her und alles. Das war eigentlich ganz okay. Welchen Teil ich nicht ganz so gut fand, war 15. Dafür werde ich wahrscheinlich wieder gelyncht. Und den aller... nicht den allerersten, sondern den zweiten Teil von Final Fantasy. Das sind so die zwei Spiele, die ich nicht so sehr mag. Und After Years. After Years ist auch nicht meins. Das 15, ja, 15 ist. Ich weiß nicht. Ich hab's nicht lange durchgehalten. Ich hab's echt nicht lange durchgehalten. Viele meinen ja, dass die Story am Ende besser wird, aber ich habe auch genau das Gegenteil schon gehört. Also am Anfang gut, warum am Ende scheiße. Also. Ich glaube, bei mir ist einfach das Problem. Wäre ich später mit Final Fantasy oder wäre später in Final Fantasy eingestiegen, wäre es bestimmt ein echt gutes Spiel. Wenn ich es auch außerhalb von Final Fantasy quasi sehe, also nicht als Teil der Reihe, ist es auch eigentlich okay. Also kann man auch gelten lassen. Als Hauptteil der Reihe würde ich es jetzt nicht so akzeptieren. Aber ich lasse da jedem seine Meinung, weil wäre schlimm, wenn wir alle die gleiche hätten. Das wäre furchtbar. Aber, ja. Was ich halt cool fand, war die offene Welt. Leben und leben lassen, ja. Es gibt ja auch genug, die sagen irgendwie, nee, das musst du jetzt toll finden. Wie ich mir dann denke, nein, muss ich nicht. Das wäre so, als wenn alle nur noch Nudeln essen wollen würden. Wäre doch langweilig. So. Gut, wir sind feldlos gerade. Ich weiß, ich könnte auch woanders hin, aber ich mache hier am liebsten meine Fates. Ich könnte natürlich auch schon versuchen, mit dem Bestiarium weiterzumachen, aber es sind 18er Viecher. Die machen mich kalt. Warum stehen die alle in einer Reihe da hinten? Nur noch ein Level. Ein einziges vermaledeites Level, bis ich die eine Indie machen kann. Da ist ein Feld. Ich bin gleich durch, dann kann ich dir helfen mit dem Bestiarium. Das wäre cool. Wäre echt cool. Weil ich bin leider jetzt an einer Stelle angekommen, wo die Viecher mich sehr schnell sehr platt machen. Deswegen... Zumindest stehen die halt bei diesen Keilerwanderern oder was das waren. Die stehen alle auf einem Haufen. Das ist ätzend. Einfach nur ätzend. So. Gut. Marienkäfer töten. Nett. Ist ja übergreifend machbar. Ja. Also du kannst, Achso. Oh, muss ich mich hier anpassen. Du kannst über den Ätheriten eine Weltenreise machen. Es kommt aber, glaube ich, drauf an, ob du auf Chaos oder auf Light spielst. Glaube ich.
Da bin ich mir allerdings nicht so sicher. Aber ansonsten kannst du von Server zu Server reisen. Also wenn du zum Beispiel auf Twintania oder wie das so da heißt, auf Light bist, kannst du auch über die Weltenreise auf Shiva rübergehen. Also das ist machbar. Wieder Twintania. Okay, dann ist das auf jeden Fall möglich. Dann musst du nur am Aetheriten Weltenreise wählen. Dann sollte das eigentlich gehen. Und dann halt Shiva auswählen. Dann kannst du rüberkommen. So mache ich das nämlich mit dem einen oder anderen im Chat auch. Da wechselt nämlich einer auch immer hin und her, damit wir da zusammen rumstehen. Gestern zum Beispiel halt auch. Bin ich jetzt blind? Da. Habe ich auch mit jemandem gespielt, der eigentlich auf einem anderen Server spielt. Unser lieben netten Dufte. Und ja. Funktioniert wunderbar. Irgendwie finde ich es ganz schön gemein, dass wir Marienkäferplatz machen müssen. Na, geht ja. Gut, jetzt sind wir fadelos. Dann gucke ich einmal in den Ostwald. Ob es da Fades gibt, die ich schon machen kann. Oder wir einfach so ein Monster plätten. Das wäre auch eine Möglichkeit. Was machst du sonst, wenn du nicht gerade sagst, dass du das streamst? Off! Das, ja. Ist eigentlich relativ langweilig bei dem Alltag. Ich zocke tatsächlich die meiste Zeit. Ich lese aber auch viel. Also ich glaube, ich habe mittlerweile knapp 200 Bücher in meinem Regal stehen. Wovon die Hälfte ungelesen ist. Ich weiß gar nicht, ich habe Büchersucht. Und ja, ansonsten halt auch viel mit meinen süßen Kätzchenknuddeln. Die sind oft sehr kuschelbedürftig. Jo, das ist eigentlich so alles. Oder spazieren gehen. Wir haben einen Hund, das heißt, ich ziehe bis auch öfters mal raus, logischerweise. Und vor allem Bohnen pflücken. Ich habe meinen Verlobten dazu überredet, dass er die Hälfte des Garten mit Bohnen überall Bohnen aussieht. Da haben wir viel mehr Bohnen, als wir jemals essen können. Ich finde es aber trotzdem noch zu wenig. Man kann nie genug Bohnen haben. Ich liebe Bohnen. Gibt es hier ein Feld, den ich machen kann? 20, 40, nein, eher weniger. Gut, warte mal. Suchen wir mal so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wo meine Viecher sind. Das sind die Feenfungusse. Da sind sie. Level 8. Warum sitzen die auch alle auf einem Pulk, ey? Hätte ich einen Fernangriff, kann ich die rausziehen. Scheiße. Ist der falsche. Dich brauche ich nicht. Ich brauche nicht, aber ich kann testen, ob ich dich schaffe. Wenn nicht, kann ich immer noch flüchten. Und eng werden. Na? Okay. Das ist zum letzten Mal.
Aber ich krieg die da nicht rausgezogen. Hallöchen. Also ihr könntet auch mal wieder ein neues Pad auswählen, ne? Was für dich? Ja, das Schiff ist okay. Ich dich wirklich nicht rausgezogen? Komm, 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 komm. Wenn wir den wenigstens einen schon mal hätten, das wäre ja schon mal etwas. Das ist ein Lanz, was ich da sehe. Ja, derer. Hallöchen. Schön, dass du da bist. Ja, ich bin jetzt noch dabei oder versuche, den Pignier noch auf 15 zu kriegen. Beziehungsweise dann schnell mit dem eine Ini laufen und dann kann ich mit der Hauptstory weitermachen. Weil dann kann ich nachher mit zwei Chars Inis laufen. Und leveln. Ich möchte ja erstmal alle auf 50 kriegen. Auf das Palast der Toten. Ich weiß nicht, wie ich reinkomme. Ich habe die Quest irgendwann mal angenommen. Soweit gemacht, bis es freigeschaltet wurde. Und ich habe jetzt trotzdem keine Ahnung mehr, wie ich hinkomme, beziehungsweise was ich überhaupt tun soll. Achso. Bin wieder falscher. Warum kommen alle nur. Kommt nur der hier, aber alle anderen nicht? Nee, nicht so große Käfer. Welchen meine ich müsste den. Also das, den Palast der Toten müsste ich eigentlich freigeschaltet haben. Ja, die Quest hatte ich damals gemacht. Die hat mir nämlich jemand damals empfohlen. Und ja. Dabei blieb es dann. Weil ich weiß nur, dass ich damals verwundert war, dass es nicht in der Inhaltssuche war. Ich weiß nur nicht, ob das mit dem Schar hier war oder mit dem anderen. Ah, Mist. Jetzt habe ich zu viel angelockt. Meh. Black Magic. Ja, danke. Den werden wir auf jeden Fall haben. Oder den haben wir. Oh, es geht dir gut. Und, oh Gott, ich werde sterben. Ich bin gestorben. Ja, zwei sind etwas heftig. Zwei sind etwas sehr heftig. Sehr heftig. Es war ein Versuch wert. Hätte ja klappen können. Wurde fragen, gibt es denn. Warte, gibt es denn nur Spieltank und Heiler oder nur DPS?
Also es gibt Tanks und es gibt Heiler. Weil... ich weiß gar nicht, beides zusammen gibt es, glaube ich, nicht. Aber es gibt Tanks, es gibt Heiler und es gibt TDs. Derer, da ist derer. Ja! Ja! Oh je. Also, ich habe zumindest einen Heiler. Der ist auf 51 oder 52. Tanks sind gar nicht meins. Aber ich glaube, also was es meine ich gibt, ist ein Tank, der sich als CD spielt oder umgekehrt. Aber es gibt auf jeden Fall Tanks und Heiler. Nennt sich hier nur Verteidiger, Heiler und halt, na oder Fernkämpfer. Ich habe keine Ahnung, was hier Sache ist. Ich hab da überhaupt. Ich hab sie etwas überfordert. Dieser Moment, wenn man wieder irgendwas Neues macht. Leuchtepieke, ja. In der Tat. Ich frag mich nur, was. Was? Ich habe keine Ahnung, worum es hier der Sinn der Sache ist. ich spiele auf PC. Juhu. Ich bin ein Frosch. Ich habe FF14 zwar auch auf der Konsole, das spiele ich aber nicht. Die Frage ist jetzt eher, warum habe ich es auf der Konsole? Ich bin ein Frosch. Jetzt bin ich kein Frosch mehr. Ich hab's verstanden. Das der Tod ist relativ simpel. Das ist ein gesonderter Inhalt, wo du individuell levelst und nach 10 Ebenen XP für deine Klasse und Job bekommst. Okay. Gut. In Silberkisten gibt es Aufwertung für deine Waffe und Rüstung, die deine Stats und Schaden beeinflussen. Okay. Wieder was vollkommen anderes für mich. Wildkisten geben diese Gefäße, die verschiedene Buffs geben. Okay. Gut zu wissen. Ja, Hilfe brauche ich gleich auf jeden Fall. Mal eine Klasse ab Level 1 rein. Das maximale Level, was du hier erreichst, ist 60. Okay. Mal sehen, ob ich das behalte.
Meinst du jetzt in den Palast der Toten oder auf die Welt? Wenn du auf den nach Shiva willst, musst du den einen dieser blauen Etheriten anklicken. Palast der Toten kann ich dir nicht mal mehr sagen, wie du hier reinkommst. Du musst irgendeine Quest vorher gemacht haben. Dafür machen. Um hier reinzukommen dann. Das ist so lange her. In vielen Dingen habe ich selber noch null Ahnung. Also hier im Palast der Toten bin ich jetzt auch das erste Mal drin. Und komplett restbefordert. Aber ich finde die Leuchtewaffe cool. Ach ja. Okay, was kommt denn jetzt? Das sind sogenannte tiefe Gewölbe. Sind sehr gute Dungeons zum Leveln von DPs, dass ja, welche Konstellation hier rein kannst. Das heißt, es gibt Geld geben können. Okay. Geld klingt auf jeden Fall schon mal gut. Ich habe ja vor 2 Tagen relativ viel Geld wieder ausgegeben. Leider. Ich habe noch nie so oft hintereinander das Level abziehen gehört. Komplett überfordert. Mein Stab zum Beispiel ist dunkelrot. Die ändern nochmal das Aussehen, wenn deine Waffe auf plus 60 oder höher ist. Ah. Okay. Gut.
Ebene 6. Sehen hat das Ding, ey. Das geht schneller, als ich gucken kann. So, in 3 Jahren habe ich das so bestimmt auch mal kapiert. Aber ich mag die Leuchtewaffen. Die Leuchtewaffen sind cool. Ja. Ah, danke. Moin. Guten Hunger. Danke. So, aber kurz umstellen hier alles. Mega lecker. Ja. Danke. Note sag ich dir gleich. Kurze Ablenkung durch Essen. Eine Petersilie fällt vom Brot. Guck, 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 guck. Die dumm. So. Da. Resonon, vielen lieben Dank für dein Follow und herzlich willkommen bei den Sanftpfoten. Ich hoffe, du weißt, dass du jetzt deine Seele verschrieben hast. Niemand kommt den Sanftpfoten. Der Sanftpfoten-Clan ist überall. Sehr cooler Sound. Hat sich doppelt gelohnt. Komisch, das sagen alle, die hier reinkommen. Welche Seele? Ja, das Sound ist auch, oder finde ich auch echt cool. Soll so Wikinger-artig sein. Habe ich den Tag so jetzt gehört? Ah, nicht ganz. Wobei, sind unsere Seelen alle dunkel? Wer weiß. Wer weiß. Aber es gibt eine neue Seele für den Sanftpfoten-Clan.
Ah. Jetzt lüft mich doch mal. So. Meine ist so dunkel, sie kommt sogar das Licht. Sehr cool. Okay. Ich glaube, es wird so dauern, bis ich das so ganz verstehe, aber... Es wird schon. Oh ja. So, bloß nicht das Wasser umkippen. Das wäre jetzt eher weniger klug. Nein! Ich, die immer überall zu spät rausgeht. Ich liebe diese Musik. Bin mal eben AFK. Okay. Muss ich jetzt... Ich nehme an, ich muss den Ausgang nehmen, oder? Da. Yep, habe ich. Ich bin 15. Aber wir können trotzdem noch das Bestiarium. Mission und wir können dann noch kurz das Bestiarium fertig machen für mich. Wenn du das so möchtest. Vorausgesetzt. Auf jeden Fall danke, Dera. So. Mach ich jetzt einfach mal. Ich komme ja mal wieder komplett ein. So. Ja, dafür brauche ich 16.
Weil der Ostwald war das, ne? So. Wo waren die Viecher nochmal? Laub hier hinten, ne? Yep. Pärchen. Nee. Warum kommen eigentlich immer... Vor allem jetzt kommen immer zwei. Verstehe das mal einer. Willkommen zurück. Ah. Okay. Ja, ich brauche immer noch Hilfe. Wobei das auch mal wieder sehr blöd von mir war. Sehr, sehr blöd. So. Okay. Und wieder zurück in den Ostwald. Jo, alles gut. Immer mit der Ruhe. Es hetzt uns keiner. So, in die Richtung muss ich. Ich stelle mir nur schon mal in die Richtung, damit ich direkt weiß, wo. Ne? Ich das nicht erst noch suchen muss.